Morgen. Ja, es ist der Samstag vor Ostern. Und nach 3 Wochen sind wir mal wieder unterwegs. Ja, 3 Wochen waren deswegen notwendig, weil zu Hause ein bisschen was zu tun war am Haus. Und Familie haben wir ja auch noch. So, aber heute geht's los. Und zwar fahren wir in den Taunus nach Michelbach in der Nähe von Aarbergen. Und da stehen wir mit Alpaka Camping. Ja, und wie es da so ist, dranbleiben. Unschwer zu erkennen, wir sind angekommen. Ja, waren 65 Kilometer von uns zu Hause, aber Google Maps hat es wieder mal gut mit uns gemeint, hat noch ein paar abenteuerliche Strecken rausgesucht mit 15% Steigung und Gefälle und durch schmale Ortschaften. Ah, ich liebe einfach Google. Ja, hier angekommen, wir haben es kurz vorgestellt bei unserem Gastgeber. Wie gesagt, wir haben über Alpaka Camping gebucht. Hier. Sehr netter Empfang, haben unseren Platz gezeigt bekommen. Ein paar Bilder habe ich euch schon gezeigt. Wir stehen auf einer Wiese, unweit von dem Wohnhaus der Gastgeber. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was es hier jetzt so zu entdecken gibt. Nach dieser langen Anfahrt von knapp einer Stunde müssen wir uns mal die Beine vertreten. Hier gibt es in der Nähe einen Flugplatz, so einen Sportflugplatz, Segelflugplatz. Und da laufen wir jetzt mal hin, mal gucken, ob wir da ein paar startende und landende Jets sehen können. Also, dranbleiben. Zu Ostern laufen wir den Hasenweg nach. Wie gefällt es dir hier? Einfach toll hier, dieser Ausblick, jetzt die Sonne so ein bisschen scheint, also ich finde es toll. Ja, können nur ein paar mehr Flugzeuge jetzt starten und landen, ne? Ja, ich habe ja gleich gesagt, wir fahren nach Frankfurt auf den Flughafen. Ja, ist aber schlecht mit Camping.
Ach, geht alles. Morgen. Es ist Ostersonntag. Wir haben eine ruhige Nacht verbracht, ausgiebig gefrühstückt und jetzt sind wir auf einer unserer obligatorischen Wanderungen, wo ja der eine oder andere schon immer drauf wartet, dass wir die euch zeigen. Und da soll es heute zu einem Aussichtspunkt gehen, wo man runter ins Ahrtal schauen kann. Die Betonung liegt, Ahrtal wird mit Doppel-A geschrieben, hat also nichts mit dem Ahrtal in der Eifel zu tun. Und dann nehmen wir euch mit. Ziel angekommen, der Aussichtspunkt. Ja, man kann ins Tal schauen, man sieht Wald, aber sonst nichts. Ich dachte, man hätte Blick auf die Burg Hohenstein, aber die liegt von dem Aussichtspunkt weiter links. Da müsste man einen anderen Aussichtspunkt ansteuern. Naja, Pech gehabt. Abfahrbereit. Ostermontag, 13.30 Uhr. Wir düsen nach Hause. Wir haben wieder 4 Tagewoche vor uns. Uns hat es hier super gefallen. Wir werden wiederkommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wird es uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Einen Daumen hoch
weil das hilft uns zu wachsen und weiterhin für euch hoffentlich interessante Stellplätze und Videos zu machen. Okay, bis dann, euer Sigmar von RH Caravan Touren.